Ja, hallöchen, liebe Freunde da draußen und herzlich willkommen zu Part Nummer 12 von Murdered Souls, was der Suspect. Ich bin Reggie und wir zocken natürlich mal wieder noch halbe Stunde. Gleich. Sobald er fertig geladen hat. Und ja, wir sind natürlich im letzten Part abgekratzt bei den Dämonen. Das müssen wir jetzt natürlich schaffen. Wir sind nämlich immer noch in dem Museum, in dieser Ausstellung. Und sind auf dem Weg zu Baxter. Ja, da sind sie wieder. Oh, ja, jetzt muss es natürlich ruckeln, ne? Ja, wir warten kurz, was er sich umgedreht hat. Entschuldigung. Habe ich jetzt nicht verstanden, warum er uns gesehen hat. Oh, nervig. Ein bisschen was getrunken. Interessiert euch sicherlich brennend, meine ich. Oh, Gott sei Dank ist das hier gleich. Checkpoint sehr gut gesetzt. Ach, der hat uns direkt gesehen, oder? Ja, durch das Ruckeln. Ist das hier gerade ein bisschen scheiße. Wie bekommt er das mit, wenn wir da sind? Komm schon, Mann! Das Problem, was ich hier gerade irgendwie habe, ist, dass sie nicht verschwinden. Doch jetzt. Dreh dich mal um, du Arsch. Haben wir sie alle. So, das sollte es gewesen sein, oder?
Ja. Jetzt bin ich gar nicht sicher, ob ich die halbe Stunde gestartet habe. Ja, natürlich habe ich gemacht. Gut, wir gucken mal kurz hier in die Options. Nebenfälle müssen das sein, oder? Mir passiert ja nichts. Achso, so geht das. Ja, hier die Steine. Fehlt uns nämlich noch ein Stein. Ich habe leider überhaupt keinen Plan, wo das hier sein soll. Ich hätte natürlich super gerne den letzten Stein, damit wir hier die Geschichte hören können. Die stehen da ganz gemütlich. Aber vielleicht ist der Zug jetzt ja weg, dass wir da irgendwie lang gehen können. Tatsächlich. Da. Hast rein. Können wir uns anhören. Gucken wir auch. Mein Ehemann und ich stiegen vom Bahnsteig in die gigantische, zischende Lokomotive. Ich erinnere mich auf unsere kleine Stadt zurückgeblickt und an all die glücklichen Erinnerungen, die wir mit ihr verbanden, gedacht zu haben. Aber ich habe mich darauf gefreut, unser neues Leben in Salem zu beginnen. Ich musste eingenickt sein, denn ich wurde vom Geräusch kreischenden Metalls aufgeschreckt. Nachdem der Zug ruckelnd zum Stillstand kam, hörte ich nichts als den sintflutartigen Regen auf dem Dach. Ich sah aus dem Fenster, aber dort war nur Dunkelheit. Dann kam der hellste Blitz, den ich je gesehen hatte. Als mein Mann ging, um sich nach der Verzögerung zu erkundigen, begann eine Frau im hinteren Teil des Zugs zu schreien. Ich eilte zu ihr und fragte, was nicht stimmte, aber alles, was sie mir unter Tränen sagen konnte, war etwas über Geister von Toten, die sie im Regen umherwandern sah. In diesem Moment begannen die Lichter des Zuges ohne erkennbaren Grund zu flackern. Noch merkwürdiger aber waren die Passagiere, die plötzlich von schmerzhaften Erinnerungen an die Vergangenheit heimgesucht wurden. An diesem Punkt überkam ich die Angst. Und so machte ich mich auf die Suche nach Joe. Als ich die Zugspitze erreicht und ihn immer noch nicht gefunden hatte, sorgte ich mich. Ich sah aus dem Fenster und erblickte den Zugführer, der daran arbeitete, einen umgestürzten Baum von den Schienen zu entfernen. Und ich sah Joe, der sich aufmachte, ihm dabei zu helfen. Doch statt nach dem Baum zu greifen, bückte Joe sich, nahm einen Stein auf und zertrümmerte damit den Schädel des Zugführers. Als ich den Zug verließ und auf ihn zurannte, konnte ich sehen, dass das nicht der Joe war, den ich kannte. Etwas hatte von ihm Besitz ergriffen, etwas Wütendes. Dann schien er etwas zu sehen, das ihm Angst machte. Er ließ den Stein fallen und rannte in den Wald. Kurz bevor er zwischen den Bäumen verschwand, glaubte ich, während eines hellen Blitzes etwas gesehen zu haben, das ihm folgte, ihn jagte. Ich kann es nur als geisterhaften Schemen beschreiben, gehüllt in einen schwarzen Umhang. Normalerweise hätte ich es für einen Schatten gehalten, aber in dieser Nacht war nichts normal. Die Behörden durchsuchten den Wald tagelang nach Joe, aber er wurde nie gefunden. Ich ging nach Hause zurück, aber die Erinnerungen waren zu schmerzhaft. In manchen Nächten quälen mich die Gedanken daran, wie unser Leben hätte sein können, wenn wir nie in diesen Zug gestiegen wären. Aha.
Ach, hier sitzt auch der Zug vor. Die fand ich jetzt nicht so interessant, die Story. Die letzte war besser. Was ist der denn jetzt? Ach, das ist bestimmt noch die Animation, als der das erste Mal der Zug hier lang gefahren ist. Die wurde einfach nochmal abgespielt. Na gut, dann würde ich sagen, wir können das hier verlassen und uns nach Baxter bewegen. Das hört sich ein bisschen komisch an. Nur wo war der Ausgang? Hier. Hast du gehört, was der Typ gesagt hat? Da. Zur Stadt, die Tür ist zwar zu, aber angeblich kann er da wohl doch durch. Achso, da macht gerade jemand auf. Wozu die Eile, Jungs? Wo wollt ihr hin? Ach nein, nein. Zur Kirche. Ja, tatsächlich, hatte ich recht. Zur Kirche. Den Fall konnte ich auch nie abschließen. Ihr erinnert euch. Ah, Mann, ey. Da gerne hin, so irgendwie. Hm. Auch nicht den Umweg gehen. Hä? Ah, okay. Schon war dieser Kackweg, ich erinnere mich.
Wenn du über den Strand zur Kirche kommst, das ist irgendwie total bescheuert, ey. Ich meine, wer macht sowas? Sowas baut doch keiner. Ein Leuchtturm, okay, aber doch nicht die Kirche. Ja, die Polizei ist ja auch irgendwie hingefahren. Kann ja nicht jedes Mal über den Strand entfahren. Kriminelle gewöhnen sich an die Blaulichter. Und trotzdem können sie einem manchmal noch Schauer über den Rücken jagen. Du könntest glatt das Gefühl kriegen, diesmal sind sie hinter dir her. Oh, eine Liege. SWAT. Ach, wen haben wir denn da? Gott sei Dank bist du okay. Nein, nein, Joy. Joy, nicht! Verflucht. Das kriegt keiner mit, ey. Was sind das für Idioten, ey? Ich rate mal, der Pastor wurde hingerichtet. Lieutenant? Habt sie erwischt, als sie hier rumschlich, sagt sie seine Freundin des Priesters. Wo ist Pater McCauley? Geht's ihm gut? Setz sie in mein Auto. Ich will sie selbst befragen. Und erinnere Broyles daran, dass die Tür sich nicht von allein bewacht. Ja, Sir. Das war eine einfache Frage, bitte. Sei nicht so hart zu ihr. Hey, hat schon jemand Baxter gefunden? Nein. Wir haben im Revier nachgesehen, waren bei ihm zu Hause. Gar nichts. Da stimmt doch irgendwas nicht. Mal ehrlich, haben Sie so etwas schon mal gesehen, hm? Das alles ist mir ein verdammtes Rätsel. Ich weiß nicht. Es wirkt alles so wahnsinnig. Wahnsinnig. Ich muss den Tatort finden, bevor sie die ganzen Beweise wegschaffen. Finde raus, was in der Kirche passiert ist. Joy und Iris sind in der Kirche. Ich muss sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Ach, was sind die denn schon wieder hier, ey? Teil Kacknoobs. Hör, du Pisser, komm mal her hier. Ey, warum das auch nicht geht, ne? Ich verstehe das nicht. Ach, hier ist was. Dem Kerl ist nichts heilig. Das Werk eines Monsters. Ja, nur geh zurück. Ich komme voran. Kann jetzt nicht aufhören. Hä? Ich muss mich auf die Hinweise konzentrieren. Ich dachte, da muss ich lang. Na gut, dann gehe ich hier lang.
Ah. Iris? Kann ich diese Spur eines Mörders finden? Ja, klar, Mörder. Tode gequetscht. Steine der Statue. Unfalltod. Hä? Improvisierte Waffe oder was? Ein Schmarrn. Wie stark ist der bitte? Zerschmetternder Aufprall. Schleifend. Ist das? Ach, Glassplitter. Zerbrochen. Da oder was? Naja, es ergibt keinen Sinn. Muss eigentlich von da sein. Schwer. Hohe Gewalt. Nein, nein, bitte hör auf. Bitte lass mich in Frieden. Es tut mir leid, bitte. Bitte nicht. Was willst du von mir? Bitte komm mir über. Geblieben wäre, würde sie jetzt noch leben. Halte nicht zu stark an dem fest, was dich hier hält. Denk daran, es war nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Wir waren so beide aufgestiegen. Auch ihre Schwester. Was hat er hier noch getan? Na, da kommt man ja nicht durch, stimmt ja. Ich schwöre mal jetzt mal über das Hinden. Was tut Iris da? Fallen. Ängstlich. Braucht Hilfe. Acht Hinweise gibt's hier, okay. Können Sie mich hören? Zerstört. Ah, jetzt sogar Kratzer am Bein. Keine Chance. Verdreht.
Fluchtweg. Da ist einfach runtergesprungen, ne? Der ist schon ein bisschen übermenschlich. Bewältigt. Wie kann einer sowas tun? Leichen überall. Ja. Hat er mir geheiratet? Über die Hochzeitsfeier, just married. Ach, da ist das. Dagegen geworfen. Da ist der Dodo online. Das ist natürlich bei einem. Was würde sie an Gründe für den Mord an ihnen denken lassen? Es gibt nur einen Grund. Dass Iris flüchtet. Ich habe Leute gewankt, offensichtlich auf der Flucht. Ja. Iris ist bestimmt geflüchtet in den Raum rein. Dann hat er sie alle umgebracht. Ja. Das Mädchen ist weggelaufen. Auf sie hat er es abgesehen. Nicht auf uns. Okay, alle zusammen, lasst uns das Bild machen. Wir müssen jetzt zum Empfang. Kommt alle her. Hey, ist sie okay? Ist schon gut. Ist schon gut. Alles in Ordnung. Mach los. Lass mich los. Er ist hier. Hören Sie, Sie sollen verschwinden. Oh, wie stark er ist. Ah, jetzt verstehe ich, warum sie nicht laufen konnte. Sie hat sich die Beine gebrochen. Nein, 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 das waren keine normalen Glockenmorde. Diese Leute waren bloß im Weg. Er hatte es auf Iris abgesehen. Ob es in Joys Zimmer noch mehr Beweise gibt? Ja, dass die Leute nur im Weg waren, da bin ich auch schon drauf gekommen. Oh, der Fahrer ist auch tot. Oh nein. Wie soll ich ihr das mit dir noch beibringen? Warum war der Mörder hier? Wegen Iris, Mann. Was hat der Mörder hier oben gemacht? Iris gesucht. Was macht solche Geräusche? Eine Wunde nicht. Die Robe auch nicht. Dann der Kranz hier. Da ging etwas im Bruch. Zu Bruch, ja. Deswegen macht der... Der dann die Wunde. Deshalb weniger wehtut. Verdammt. Katzen. Schleicht herum. Katzensporn. Fünf Hinweise gibt's aber nicht in diesem kleinen Bereich, oder?
Was hat der Mörder getan? Hat er was entdeckt? Starrend. Okay. Ja, bestimmt das rum, aber das machen wir noch fertig. Die Katze hat ihn angegriffen. Verschreckt. Da. Weggeworfen. Y. Was hat der Mörder hier oben getan? Na, was wohl? Mörder unterbrochen, hat er das Bild fallen gelassen, hat er ihn umgebracht. Sie mag vielleicht nicht die ideale Mitbewohnerin sein, und sie hat Ecken und Kanten, aber das Zimmer wird dir gefallen, und ihr werdet gut miteinander auskommen. Keine Sorge, ich komme mit fast jedem aus. Ausgezeichnet, das ist das Zimmer. Da wären wir. Pate, was ist los? Geh, geh! Oh, er hat eine Kraft, das ist unglaublich. Der Mörder war wegen Joy hier und hat stattdessen Iris erledigt. Das hier ist eine Sackgasse. Und wo ist Baxter? Wenn er nicht hier ist, schuldet er uns eine Erklärung. Was ist mit dir? Hast du was gesehen? Hm? Ruhig, Kätzchen. Ganz ruhig. Ich bin's, dein alter Kumpel Ronan. Was zum Teufel war das? Der Mörder hat was in den Luftschacht fallen lassen. Vielleicht kann mir die Katze helfen, da ranzukommen. Oh, die Katze wieder missbrauchen hier. Oh Mann, sieht man hier viel. Danke für die Hilfe. Was macht dieses Geräusch? Der Schlüssel? Habe ich das Haus schon mal gesehen? Haus des Urteils. Das ist es. Das Versteck des Mörders. Ich muss zum Haus des Urteils. Okay, das ist ein Bescheid. Suche das Versteck des Glockenmörders. Vielleicht befindet sich der Glockenmörder gerade im alten Haus des Urteils. Ja, Geister sterben nie. Aber das Ganze werden wir dann im nächsten Part in Angriff nehmen, denn dieser ist vorbei und ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Falls ihr alles gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert gerne, falls ihr kein Video verpausen möchtet. Social Media Links wie Facebook, Twitter, Twitch und so weiter und so fort findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Ja, ja, es wird spannend, es wird spannend. Wir nähern uns dem Finale, liebe Freunde. Und ja, es war mir eine große Freude, für euch dieses Video gemacht zu haben. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns wie immer im nächsten Part. Bis dahin habt ihr noch einen schönen Tag und eine hohe Nacht. Jetzt ist ja erstmal Wochenende, zumindest wenn ihr das Video zeitnah schaut. Dann bis Montag. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.